Leidest du vielleicht auch an Zahnfleischbluten und fragst dich, ob das wichtig wäre und was man dagegen tun kann? Das erkläre ich dir im folgenden Video. Zahnfleischbluten ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, weil viele leiden daran und haben an bestimmten Stellen Zahnfleischbluten und fragen sich, woher kommt das? Grundsätzlich ist es so, dass wenn etwas blutet, kann man davon ausgehen, dass dort eine kleine Entzündung ist. Das heißt, dass der Körper in diesem Bereich besonders in Aufruhr ist und das ist eher, wenn ihn etwas stört. Und was könnte ihn stören? Das könnten zum Beispiel Bakterien sein. Das heißt, wenn ihr eine tiefe Tasche habt, in der sich ganz viele Bakterien befinden, dann wird diese Tasche immer bluten beim Zähneputzen oder bei Zahnseide anwenden oder wenn ihr die Munddusche anwendet, denn durch die Bakterien, die in der Zahnfleischtasche sind, ist der Körper in Aufruhr, da ist eine kleine Entzündung, dadurch ist diese Stelle besser durchblutet als andere Stellen und dann blutet sie dementsprechend auch schneller bei Berührung, bei Zähneputzen oder Munddusche. Bedeutet im Umkehrschluss, dass dort besser gereinigt werden sollte. Das heißt, dann bitte zum Zahnarzt gehen, die Stelle zeigen, zur professionellen Zahnreinigung gehen, damit man diese Bakterien aus der Zahnfleischtasche entfernt. Was ihr auf jeden Fall nicht tun solltet, ist, diese Stelle zu meiden und zu denken, oh, da blutet das, da müsste ich jetzt vorsichtig sein und nicht putzen. Weil wenn ihr dort nicht putzt, dann hat es den genau gegenteiligen Effekt, dass sich dort noch viel mehr Bakterien einsammeln und dass es dann noch mehr blutet. Wann kann es auch bluten? Es kann bluten, wenn man das zum Beispiel verletzt hat, man hat irgendwas gegessen und dort hat sich ein Brotkruste hat das Zahnfleisch verletzt und man hat sich verbrannt mit einer zu heißen Nudel oder Pizza, dann ist das Zahnfleisch auch entzündet und kann auch bluten. Grundsätzlich ist es so, dass auch in der Schwangerschaft bei Hormonumstellungen oder wenn gewisse Vitamine im Körper fehlen, dass Menschen dann eher zu Zahnfleischbluten neigen. Also wenn bei euch alles tipptopp ist, ihr wart bei der professionellen Zahnreinigung, das ist nicht bakteriell bedingt, also das Zahnfleischbluten hat nichts mit den Bakterien im Mund zu tun, dann muss man überlegen und sich schauen, okay, hat es vielleicht was mit meiner hormonellen Situation zu tun? Bin ich vielleicht schwanger? Weil mit der Schwangerschaft hat man mehr was mit Zahnfleischbluten zu tun. Fehlen mir vielleicht gewisse Vitamine? Dann sollte man ein großes Blutbild machen, um den ganzen Vitaminstatus zu checken. Also es ist schon, Zahnfleischbluten hat schon eine viel, viel größere Bedeutung, als man vielleicht das annimmt und sagt, ah, da blutet es ein bisschen. Also man sollte das auf gar keinen Fall ignorieren, sondern so lange hinterher sein, bis das Zahnfleischbluten wieder aufhört. Wenn schöne Zähne für dich genauso wichtig sind wie für mich und wenn dir unsere Videos gefallen haben und du immer up to date sein möchtest, wie du dein Lächeln verschönern kannst, dann abonniere unseren Kanal.